Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem wöchentlichen Reset und man sieht, das Festival der Verlorenen steht an. Macht euch bereit, Hüter, die Kopflosen warten. Genau, neue Prämien sind erhältlich, darunter ein neues Scharfschützengewehr, Festivalmasken und mehr. Passt eure neuen Mech-Style an mit universellen Ornamenten-Sets, die zum Universum hinzugefügt wurden. Besiegt die Kopflose in heimgesuchten Sektoren, um Herausforderungen abzuschließen und Lorebücher zu verdienen. Ja, was das alles so wird und so. Wir werden sehen, das sieht auf jeden Fall hart nach Mechatronks aus. Also, hier, wie heißen sie noch? Oh, sieht auch ein bisschen anders aus hier. Aha. Ja, wie gesagt, Patch 6.2.5 ist auch aufgespielt worden. Sind 577 Megabyte gewesen auf der PS5. Also von daher, da hat sie einiges getan. Sondern angeblich auch drei Waffen, die gut sein jetzt. Vielleicht eventuell besser sein als vorher. Und zwar die Terabeth, die Maschinenpistole, dann die Drang und noch eine Waffe, die ich jetzt, wo ich den Namen vergessen habe. Warum die dann besser sein sollen, weiß ich auch nicht. Stand aber halt bei meinem MO. Könnt ihr nochmal verfolgen, nochmal separat. Und ja. Wir haben auf jeden Fall hier gut zu tun, wie gesagt, und es gibt wahrscheinlich auch dann hier, wie immer ist gut, einen separaten Season Pass. Ist ja neu, darf man nicht vergessen, dass man halt jetzt einen Season Pass wahrscheinlich kaufen kann. Für 10 Euro, aber das Bild ist eine andere Frage. So, verbesserte Festival der Verlorenen Eventkarte. Das kriegt man, wenn man die Eventkarte kauft anscheinend. Sofort erhältlich exotische Geste, sofort erhältlich exotischer Sparrow und zum Verdienen exotische Geisthülle. Kostet, wie gesagt, 1000 Silber. Aber wenn man das dann machen möchte und haben möchte, ist eine andere Frage. Ja, müsst ihr selber entscheiden, mehr oder weniger. Hat schon ein bisschen was, aber wie gesagt, das ist immer jedem selbst überlassen. Hier sind natürlich noch ein paar andere Sachen, die man so kaufen kann. Einige Sachen tauchen immer wieder auf im Everversum, aber wie gesagt, man sieht hier, man kann hier auch nicht Geld ausgeben. Also echt Geld oder halt auch Glanzstaub. Muss man halt eben gucken, ob man da Bock drauf hat oder nicht. Aber eigentlich müsste diese Season, dieses Event jetzt auch wieder mehr Glanzstaub erhältlich sein. Das heißt, ihr könnt bei Eva Levante eigentlich immer pro Schar zwei Beutezüge mehr annehmen und jeweils 200 Glanzstaub, wo es raustraubt. Normalerweise. Mal gucken. Der Anflug dauert jetzt natürlich ein bisschen länger, weil voll. Alle wollen zum Turm. So, Woche 7 haben wir hier einmal. Sammeln während einer Expedition Schätze und besiege Raufbolde. Schatz geborgen. Raufbolde besiegt. Okay. Das ist Woche 9, wie gesagt. Batterie. Besiege Ziele mit Linearfusionsgewehren und besiege verlangsamte Kämpfer. Wenn du Kämpfer in Catch Crash Aktivitäten oder Höhler. Ah, das gucken wir uns ja erst nochmal an. So sieht es erstmal schon mal aus. Sieht schon mal sehr schön aus, wie ich finde. Normalerweise kann man auch wieder den Baum hochklettern, wie immer. Ich probiere das gleich mal eben. Und lass dich ansehen. Bomben beklettern oder das von hier? Also man kann, die sind auf dem Baum wieder Sachen, die man holen kann. Eine Sache habe ich schon geholt, das machen wir aber gleich. Den Baum bei Equal Ray kann man angeblich auch wieder hüpfen, ranhüpfen und so. Das als kleiner Tipp noch. Aber erstmal muss ich jetzt mal kurz ein paar Sachen mitnehmen. So, erstmal eine Maske mitnehmen hier. Natürlich auf was haben wir da hier? Ne. Markus. So, hier sind die beiden Beutezüge, wo Glanzstaub rauskommt, 200. Einmal paranormale Forschung, hier einmal. Schieße heimgesuchten Sektoren ab. Dann hier einmal, was versteckt hinter der... Was steckt hinter der Maske? So, das müssen wir auch natürlich alle Beutezüge mitnehmen. Was denn sonst? Alles mitnehmen, was mit dem Festival hier zu tun hat. Ich nehme jetzt einfach erstmal alles mit hier. Komm, so als... So, da haben wir hier einmal die Premium, Süßigkeiten, Spektralseite, manifestierte Seite, dann Grauentech Scharfschützengewehr. Kann ich das jetzt schon direkt kaufen? Ne, noch nicht, wollte gerade sagen. Das ist das Maschinen, die Sniper, sieht auf jeden Fall sehr abenteuerlich aus. Gekammerter Kompensator, Korkenzieher Drall, Zusatzmagazin, Vergrößerungsmagazin, Perpetuum Mobile, bewegliche Zielscheibe und Suchtrupp. Das ist neu, glaube ich. Diese Waffe erhält ein schnelleres Zielvorrichtungstempo und eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit während der Verwendung der Zielvorrichtung, wenn keine Verbündeten in der Nähe sind. Okay. Dann hier einmal urzeitliches Grün. Hier steht auch unten, was wir machen müssen. Erhält dich durch den Abschuss von heimgesuchten Sektoren das Verwandeln von Spektralseiten in manifestierte Seiten. Erhöht Waffen die Robs deutlich. So, da haben wir hier noch einmal. Weil Spitzenbremse haben wir geschmiedeter Drall. Liegels Magazin, Panzerbrechner, geschossene Tunnelblick, Adrenalin-Junkie und Suchtrupp wieder. Dann haben wir hier einmal Braytech Werewolf Automatikgewehr.
Mit verlängerter Lauf, Kleinkaliber, Zusatzmagazin, Großkalibergeschosse auskommen und direkt in die Magengrube. Die Zielvorrichtung erhöht den Körpertrefferschaden und verringert die Zielerfassung. Okay. Dann hier Gruselgeschichte, habe ich eigentlich auch schon zigmal im Tresor. Sauberer Schuss UV, Hitmark UV, Zusatzmagazin, legiertes Magazin, mörderischer Wind und hier einmal Demolierer. Und hier unten sind hier auch noch ein paar Sachen. Hier epische, geheimnisvolle Wundertüte. Könnt ihr alles noch einlösen dann, wie gesagt. Und hier ist die Karte mit den ganzen Herausforderungen, die ihr abschließen müsst. Ihr müsst natürlich erstmal irgendwo anfangen. Hier ist die verbesserten Sachen, die man kriegen kann anscheinend. Wie gesagt, das ist aber alles zu kaufen für 1000 Silber. Ja, das kriegt man sofort. Wenn man für 1000 Silber die Eventkarte kauft, kriegt man sofort das. Die restlichen Sachen müsst ihr freischalten. Deswegen könnt ihr auch den extra Eventkarte für 1000 Silber erst zum Schluss kaufen, wenn ihr sozusagen alles freigeschaltet habt. Dann wisst ihr zumindest, ihr kriegt zumindest alles. Das sei dazu gesagt. Da müsst ihr halt eben genau gucken, was ihr da macht. So, und das, die ganzen Herausforderungen werden sich dann auch nochmal zeigen, dann, wenn ich soweit bin. Aber wie gesagt, im Moment muss ich natürlich erstmal noch ein paar andere Sachen machen. Erzähle deinen Freunden von Eva. Das heißt, was muss ich machen? Die Quest hier. Setze die Festwelle der verlorenen Maske auf, die dir eventuell. Okay, das können wir nochmal eben kurz machen hier. Ich habe ja auch noch die Masken von den letzten Malen. Eigentlich normalerweise alle da. Genau, habe ich auch alle da. Dann können wir jetzt mal den Hühnchen aufsetzen. So. Ihr müsst doch die Maske meistens tragen, sonst zählen meistens die Runs nicht. Also nicht vergessen. So, was muss ich jetzt machen? Fangen wir an. So, jetzt kriege ich hier erstmal Spektralseite. Drei Stück. Beschwörungsritual abgeschlossen. Und jetzt muss ich hier heimgesuchte Sektoren-Playlist. Oder wo auch immer. Warte mal, ich muss selber mal mich orientieren. Ist alles frisch, alles neu. Da ist noch nicht ganz so alles drin. Warte mal, ich markiere es erstmal. Das ist wirklich einfacher. So. Wo muss ich denn als nächstes hin? Genau, ich muss dann hier rein und dann halt die Spektralseiten ja, manifestieren bzw. veredeln. Ja, das sehen wir dann einmal anders, weil da gehe ich jetzt erstmal nicht rein, weil das kommt erst noch. Das mache ich jetzt gerade erstmal nicht. Ihr könnt auch einfach von hier aus starten, ist auch kein Problem. So, dann könnt ihr jetzt hier auf den Baum klettern, wie gesagt. Das ist die Frage, von wo macht man das am besten? Von wo war man da? Kommt man da nochmal rauf? Hat's leider vergessen. Vielleicht von hier? Nö. Irgendwo kann man da auf jeden Fall rauf. Ich muss das mal eben checken. Wie gesagt, bei Equal Ray könnt ihr auch auf dem Baum, soviel ich weiß. Da gibt es halt Extras. Wann die zurückgesetzt werden, weiß ich gar nicht genau, aber man sollte sich die Sachen auf jeden Fall holen. So. Tada! So, da haben wir auch schon gleich direkt einen. Wow! Beutzüge abgeschlossen. Beutzüge am besten mal erst raushauen, wenn ihr mit einem Teammate unterwegs seid. Aber ich hau jetzt mal kurz raus, weil kein anderer Teammate da ist. Und ich möchte jetzt erstmal eben kurz meine Zweifachpunkte für die ersten 5 Ränge erstmal mitnehmen. Deswegen hauen wir mal eben kurz alles raus. Tut ja nicht weh. Lal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 
endet in 20 Tagen, 23 Stunden. Also 3 Wochen. Alles klar. In 3 Wochen endet das Festival der Verlorenen. Also ihr müsst auf definitiv 16 Herausforderungen abschließen, weil das ist für ein Schwäger-Triumph-Siegel wichtig. Weil hier, ne, Festival der Verlorenen, schließe 16 Eventkarten-Herausforderungen während der Herbst-Events ab. Wichtig, dass ihr es abschließt. Ja, das gehört dazu. Nicht vergessen. Auch wichtig. Eigentlich ist irgendwie alles wichtig immer hier. So, da ist der andere Baum. Hier kann man auch hochklettern. Ich überlege gerade, von wo ich hier nochmal hochgelatscht bin. Ich weiß es irgendwie nicht mehr. Ah, aber hochziehen. Alles klar. So, lass ich mal vorgehen, ne? Dann weiß ich, wo ich lang gehen muss. Auch nicht schlecht. Oh. Na komm. So, da haben wir auch noch welche mitgenommen. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Weekly Reset. Also, hier die NPCs immer mit 8 Beutezügen bedienen. Da gibt es immer, wie gesagt, Glanzstaub nicht vergessen. Dann natürlich die Glanzstaub-Beutezüge mitnehmen von diesem Festival, was ich vorhin schon gesagt habe. Dann bei den Zielorten. Natürlich hier wieder Savatons Thronwelt. Da kann man natürlich hier auch einige Sachen erledigen. Natürlich hier einmal Erhaltung, Spitzenausrüstung, Altar der Reflexion. Dann Vox Obscura, da habe ich auch schon ein Video aufgenommen, wie man es alleine machen kann hier. Dann der Urquell ist gerade Angriff. Jeden Tag 19 Uhr ändert sich das zu Angriff und Verteidigung. Dann haben wir hier einmal die wöchentliche Mission, ist die letzte Chance. Das dauert natürlich auch ein bisschen. Finch meinetwegen auch noch bedienen mit Beutezügen, kein Problem. Dann habt ihr das schon mal sozusagen durchgespielt. Wenn ihr jetzt überhaupt noch braucht, heißt es, ne? Sonst könnt ihr euch auch komplett auf dieses Halloween-Event konzentrieren. Auf dem Mond haben wir hier einmal Dualität, wo Spitzenrüstung plus 2 droppt. Sonst haben wir hier nichts weiter aktiviert, glaube ich. Nö, nichts weiter sonst. Bei der Fuhut ist aktuell gerade der Booster aktiv. Das heißt, wenn ihr Fuhut spielt, ganz viele Spiele hintereinander, nicht abbrechen, damit die Strähne vollständig ist, damit ihr halt genug Punkte kriegt und bei der Fuhut halt eben den Rang anständig boostet. Wenn ihr irgendwie währenddessen was anderes spielt, wird der Rang zurückgesetzt. So, Fuhut, da haben wir hier einmal Solar versengen gerade. Das heißt, ein bisschen Fokus Solar reinnehmen, dann dreimal durchlaufen, gibt es auch Spitzenausrüstung. Dann Stasisbrand und hier geerdet und hier, wie gesagt, doppelte Rangpunkte, sehr wichtig. So, Dämmerung ist diese Woche einmal gefallenen Saber, das heißt auch der Spitzenreiter ist gefallenen Saber. Wer da Bock drauf hat, meinetwegen reingehen, ne? Das ist immer gar nicht so schlecht. So, dann Freelance Gambit natürlich laufen, auch mit den Beutezügen natürlich nicht vergessen. Im Schmelzige ist diese Woche Konflikt aktiv, Rumble, Eliminierung, Kontrolle und Schmelzige Labore. Und dann Freitag müsste eigentlich auch wieder Osiris kommen. Hier natürlich Königsfall und dann hier einmal Gläserne Kammer ist diese Woche einmal im Rhythmus. Da sind natürlich einige Sachen, eigentlich alle Herausforderungen aktiv. Ich weiß gar nicht genau, was hier bei Königsfall aktiv ist. Finger weg ist aktiv, okay. Sonst hier, wie gesagt, alles aktiv bei Gläserne Kammer. Träumende Stadt haben wir natürlich auch. Da ist aktuell hier der 2-wochene Trum im Zyklus drin von den Dungeons, wo Spitzenausrüstung plus 2 droppt. Petra ist Woche 1. Welche Aszendentenhausform hier ist, weiß ich nicht. Achso, welche Waffe hier droppt, weiß ich auch gerade nicht. In der Dämmerung, das müsst ihr noch in der Videobeschreibung nachlesen oder direkt zu meinem MMO gehen. Die ganzen Infos kommen zum Teil auch von meinem MMO. Ewigkeit natürlich nicht vergessen, da könnt ihr auch noch reingehen. Natürlich auf Legende. Einsatztrupp könnt ihr über die App suchen. Diese Woche ist Besessene, Runde 1, Runde 2 Kabale und Finalrunde Zytron. Natürlich auch nicht vergessen, die Beutezüge hier aus der Schatzkammer mitzunehmen, Funksur, auch ganz wichtig. Und das ist eine Hauptattraktion. Helm haben wir natürlich auch noch, wenn die Quest nicht fertig ist, hier bei beim Astralmeere, hier beim Händler da, wollte ich gerade sagen, Sternkarte, da die Sachen rausholen. Sonst hier Catch Crash natürlich auch noch Spitzenausrüstung spielen, also für die Spitzenausrüstung auf 1600 spielen, Expeditionsplaylist. Da gibt es natürlich auch noch einiges zu tun und zu machen, aber die Story ist erstmal soweit durch. Hauptaugenmerk ist halt, wie gesagt, das hier heimgesuchten Sektoren-Playlist. Da wird auch irgendwann dann hier Eva Levante freigeschaltet, da kriegt man bestimmt auch irgendwann Spitzenausrüstung, kann ich drum wetten. Aber soweit bin ich noch nicht, muss ich erstmal rein und erstmal einige Sachen freischalten. Wie gesagt, das sei dazu gesagt. So, dann haben wir natürlich noch die saisonalen Herausforderungen. Darf ich nicht vergessen, das ist Woche 9. Da haben wir hier nämlich, wie gesagt, Expertenexpedition 3. Sammle während der Expedition Schätze und besiege Raufbolde hier einmal, dann Batterie. Besiege Ziele mit Jahrfunktionsgewehren und besiege verlangsamte Kämpfer. Wenn du Kämpfer in Catch-Crash-Aktivitäten oder Hüter besiegst, erhältst du Bonusfortschritt. Kalte Blitze, besiege im Gambit Ziele mit Arcus oder Stasis-Effekten. Für besiegte Hüter erhältst du Bonusfortschritt. Arcus-Vote, besiege Kämpfer mit Arcus und Stasis-Effekten in Full-Playlist. Dann Versteck des Suchers, rufe deine ersten Mate zu Expeditions- und Catch-Crash-Aktivitäten herbei. Entschlüssel auch das große Schatzleuchtsignal, das du bei der Sternkarte in der Helm findest.
Dann hier einmal Arsenal, Weite, Kalibrierung, Kalibrier, Kinetik, Energie, Powerwaffen, es gibt Bonusfortschritt gegen Champions. Und hier Einsatztrupp, Prüfung, gewinne mehr Runden in den Prüfungen von Osiris. Also muss die Osiris auf jeden Fall noch rein, leider. Und das hier ist einmal mit den Maden, ne, ist hier die Karte. Ich zeig's mal eben kurz, ihr müsst natürlich beim Kartenatlas natürlich hier die Sachen für freischalten, das sind die hier. Halsix, Scorbut und Skiffblades. Das schaltet ihr aber direkt in der Helm frei. Ich kann ja nochmal kurz eben hinfliegen, das nochmal zeigen, falls ihr nicht genau wisst, was es ist. Es ist auch ein Triumph-Siegel-Abschluss, was ihr da machen müsst. Es ist immer ein bisschen nervig. Ich weiß, ihr müsst bei Catch Crash gibt es halt so Flaggen. Orange, lilane und ich glaube blau oder so. Und bei Expedition auch. Da könnt ihr halt dann halt, wenn ihr die, müsst die Karte aber hier, die Captain Atlas Ding, vorher richtig einstellen. Die Skiffblades habe ich mir schon geholt, die sind fertig. Ich mache jetzt mal Halsix manchmal rein. So, ihr müsst aber vorher konfigurieren, wie ihr irgendwo reingeht, sonst zählt das nicht. Und dann ist das nämlich hier auch ein Triumph, und zwar bei Taugenichts hier das hier, Kontrolle der Crew. Da habe ich erste Mate, die Skiffblades habe ich fertig. Da fehlt noch erste Mate Halsix und das andere auch noch. Freischalten tut ihr das aber alles genau hier bei der Sternkarte. Und zwar ist dann einmal, das ist einmal, komm schon, die drei Bäume hier, oder die drei Sachen hier. Erster Mate Skorbut, dann erster Mate Halsix und erste Mate die Skiffblades. Das ist halt wichtig zu wissen. Da müsst ihr halt alles nacheinander abfrischen, das ist das nämlich. Das gehört alles zusammen. So, das soll es auch gewesen sein. Danke fürs Zusehen. Viel Spaß beim Halloween-Event. Morgen kommen neue Videos, heute erstmal nicht, weil jetzt werde ich erstmal Pause machen. So sieht es nämlich aus. Reingehauen, danke für den Support, bis zum nächsten Mal und tschüss.